Stefan Dallinger, der Landrat des Rhein-Neckar-Kreises. Bastian Hork hat sich mit ihm ausführlich unterhalten. Herr Dallinger, wie effizient ist diese neue Leitstelle hier in Heidelberg? Sie ist so effizient, wie sie noch nie war, weil wir jetzt an diesem Standort sowohl Feuerwehreinsätze wie auch Rettungseinsätze der Roten Kreuze koordinieren können, aber auch eben die Redundanz herstellen mit dem zweiten Standort einer einheitlichen integrierten Leitstelle in Ladenburg. Das gab es noch nie und deshalb erhöht sich die Sicherheit für die Bevölkerung in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis schlagartig. Wie wichtig ist diese Leitstelle für die Menschen im Rhein-Neckar-Kreis tatsächlich auch? Sie haben es ja schon angesprochen. Ja, sie ist lebensnotwendig, denn wenn man sich vorstellt, hier werden natürlich die Rettungseinsätze bei schwerwiegenden lebensbedrohlichen Situationen koordiniert und abgearbeitet. Und deshalb hoffen wir alle, dass wir sie nicht brauchen, aber wir können dankbar sein, dass so effizient und so gut gearbeitet wird und die Kolleginnen und Kollegen mit so viel Herzblut und Leidenschaft ihren Einsatz hier verrichten. Wo stehen wir mit dieser Leitstelle hier in Heidelberg, vielleicht auch im bundesweiten Vergleich? Sind wir da auf einem oberen Level mit dabei? Also wir sind natürlich, was die Leitstellentechnik angeht, up to date. Ich glaube, das ist das Beste, was man jetzt kaufen kann, was am Markt ist. Jetzt wird Ladenburg, der zweite Standort, noch ertüchtigt, sodass wir Ende des Jahres tatsächlich dann an beiden Standorten einsatzbereit sind. Das ist das Neueste, was Sie bekommen können. Und wir arbeiten noch an dem danach folgenden System. Das sind dann natürlich die zur Verfügung stehenden Rettungsmittel. Auch da sind wir schon gut versorgt. Aber das ist eine Aufgabe, die nie enden wird. Sind wir denn im Rhein-Neckar-Kreis hier auf alles vorbereitet, auch Stichwort Hochwasser, was ja sehr aktuell ist? Wir werden nie auf alles vorbereitet sein, aber wir können uns nur bestmöglich auf die Einsatzszenarien vorbereiten, die uns bekannt sind, die wir vorhersehen können. Da sind wir gut vorbereitet, das zeigen uns die Einsätze, das zeigt uns aber auch die Pandemie, die wir hier in Rhein-Neckar auch in Zusammenarbeit zwischen der Stadt und dem Kreis gut abgearbeitet haben, dass unsere Pläne passen und stimmen, aber sie müssen immer aktualisiert werden und an die neuen Herausforderungen angepasst werden. Und wie lief die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis mit Ihnen dann? Hervorragend. Also zwischen den Oberbürgermeister und den Landrat passt sowieso kein Blatt Papier. Wir arbeiten sehr, sehr gut zusammen, aber auch auf der operativen Ebene wächst da jetzt echt eine Truppe zusammen, die gerade durch diesen eine Leitstelle an zwei Standorten sich als eine Mannschaft anfühlt und auch so arbeitet. Und das freut mich sehr. Herr Dallinger, vielen Dank für das Gespräch. Danke.